5 Meilen. Ouch. Ah, ist schon geil, der Sound. Einen wunderschönen guten Tag. Seid herzlich willkommen im nächsten Video von Jans Golf Umbau auf VR6. Nevada Beige mit goldenem Glitzer. BBS Fake Felgen. Lenso BSX 16 Zoll 195 45. Hinten 15 mm Spurverbreiterung. Das Fahrzeug ist komplett fertig für die Einzelabnahme. Nächste Woche Donnerstag geht's los. Ich habe den ganzen Rest jetzt off-cam gemacht. Es war mir zu krass einfach, immer zwischendurch zu filmen. Ich hatte hier null Zeit. Ich bin ja hier auf Arbeit. Dann rennen hier die Leute rum. Spätschicht, Frühschicht, tralala. Schwierig. Deswegen habe ich jetzt den ganzen Rest off-cam gemacht. Die Spurplatten im Prinzip könnt ihr euch reinziehen. Absolut stimmig. Den Halter für die Auspuffanlage habe ich noch gemacht, den Clip an der Bremsanlage getauscht. Beide Bremssättel hinten sind neu. Die Bremse funktioniert jetzt einwandfrei, ohne Probleme. Hier innen ist alles tutti. Müsste man halt mal putzen, aber ansonsten sieht alles super aus. Alles zusammengebaut, alles festgeschraubt, es fehlen keine Schrauben. Es klappert nicht. Es ist mega. Könnte man sagen. Die Optik ist auch sehr geil. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich stehe nicht auf diese Fake-Felgen. Aber die Optik ist trotzdem auf jeden Fall geil. Die Felgen passen zum Fahrzeug. Das ist auch die Fahrhöhe 290-300, also genau genommen 292 und hinten 298 mm von Felgenmitte bis Kotflügelkante. Sieht sehr geil aus. Ja, können wir mal kurz anschmeißen. Ach so, der Lüfter funktioniert auf beiden Stufen. Endlich. Er springt an. Er läuft seitenweich, also echt sehr gut. Den Schlauch habe ich nochmal angepasst. Also der Verlauf war ja vorher so, dass der Schlauch an den Zündkabeln anlag. Das habe ich noch geändert. Da ist jetzt 1 cm Luft. Das passt vollkommen. Und ich habe natürlich den Kühlwassertemperaturgeber, wie auch immer, den habe ich getauscht, der war kaputt. Ab und zu hat er funktioniert, nur auf der zweiten Stufe. Jetzt funktionieren beide Stufen. Sehr geil. Also wir haben es jetzt einmal getestet. Deswegen lasse ich den jetzt auch nochmal im Standgas warm laufen. Ich will gucken, ob der Lüfter wieder angeht. Ich habe jetzt einen Lüfter auf Stufe 1 angeschlossen und den zweiten Lüfter auf Stufe 2. Beim letzten Mal war es so, dass der bei 90 Grad war und der Lüfter ging an. Und er wurde dann auch mit dem einen Lüfter nicht wärmer. Deswegen würde ich gerne beide Stufen dran lassen. Da das ja einzelne Lüfter sind, muss ich sie auch einzeln ansteuern. Also, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob das anders irgendwie besser geht, aber ich hätte es jetzt erstmal so gelassen, dass ein Lüfter Stufe 1 ist und ein Lüfter Stufe 2. Ich gehe davon aus, wenn Stufe 2 angeht, dass Stufe 1 trotzdem durchgeschalten wird. Also müssten bei Stufe 2 einfach nur der zweite Lüfter angehen. Ist das richtig so? Ansonsten ist es einfach ein wunderschönes Kfz. Elektrische Heckklappe. Die Leiste ist clean.
über den Heckwischer. Oh, guck mal hier. Tuning-Rückleuchten. Nicht für dieses Kfz. Aber ich könnte es ja mal dran bauen, zum gucken, wie es aussieht. BMW-Kennzeichenbeleuchtung in LED. Sehr geil. 63,5 mm Auspuffanlage. Komplett Edelstahl. Das Endrohr ist auch 63,5. Das bleibt erstmal so. K&W V1 Gewindefahrwerk. Ein Becher. 3 Euro, Junge. Holzsportlenkrad. Die Felgen sind 7,5 ET25 vorne wie hinten. Der Luftfilterkasten ist selber gebaut. Das Oberteil vom Golf 3, das Unterteil vom Golf 2 RP. Ein großer Aluminiumkühler. Öltemperatur und Volt und geiler Sound. Ich lasse ihn jetzt warm laufen und dann hole ich euch wieder zurück. In diesem Video geht es natürlich darum, dass der Golf 2 VR6 seine Zulassung bekommt. Also die Einzelabnahme und dann Anmeldung, Probefahrt. Das wäre theoretisch das Ziel vom Video. Das Gölfchen braucht noch ein bisschen. Ich melde mich dann zurück. Ich höre den Lüfter. Naja. Sehr schön, dass er angeht. Aber wir sind noch nicht mal bei 90 Grad. Das wäre jetzt Lüfterstufe 1. Das Auto muss jetzt auch nicht so extrem warm sein. Ich habe das auch gemessen mit so einem Temperaturmessding. Und da war ich hier unten, glaube ich, bei 84 Grad. Und hier oben bei 89. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall funktioniert es. Das heißt, ich mache das Fahrzeug jetzt wieder aus und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, wenn es zur Einzelabnahme geht. Also, bleibt gespannt. Schon geil irgendwie. Schreibt eure Meinung mal zu den Felgen für dieses Kfz in die Kommentare. Theoretisch kommen noch die schwarzen Rückleuchten rein. Ich habe sie irgendwo zu Hause liegen, ich finde sie nicht. So Leute, wir sind auf dem Weg zur Dekra. Wie immer Sven am Start. Sven ist der Trailer Queen. Der macht ja immer die ganzen Transporte klar, damit ich den Hänger während der Fahrt nicht verliere.
sehr, sehr geil, liebe Leute. Das Fahrzeug darf, wenn es angemeldet ist, offiziell auf Deutschlands Straßen fahren. Ist das nicht mega? Es hat alles geklappt. Ja, morgen ist schon die Anmeldung. Das heißt, es geht in diesem Video noch weiter. Wir quatschen dann nochmal über die Eintragung und holen uns nochmal ein paar Eindrücke vom Sound, würde ich sagen. Die Soundkulisse muss ja auch nochmal ordentlich abgefilmt werden hier. Nicht nur mit 20 km/h, sondern mal richtig über die Piste, würde ich sagen. Also, bleibt dran, bleibt gespannt. Ich sage jetzt einfach mal bis später. Hier steht der Trailer. Jetzt laden wir auf und dann geht's wieder zurück. Machen nur zwei, ja? Ja, wir machen nur zwei. Aufladen in Sekunden hier. Ich dachte, die Nummernschilder sind schon dran. Das war jetzt schnell. Na, ich war schnell, ja. Hab mich nicht blitzen lassen, ja, hab ich gesehen. Wie ein normales Auto. Yep. So Leute, wir waren tanken, 102 Oktan für 2,18 Euro der Liter. Jetzt haben wir hier noch diesen Reiniger für die Einspritzdüsen, der ist noch drin. Das hat auch wirklich geholfen, das Fahrzeug springt derzeit immer super an. Also ich denke, das passt. Ich hoffe, die Tanknadel geht noch ein bisschen hoch hier. Alter Schwede, wenigstens auf halb voll. Ja, jetzt machen wir noch eine größere Proberundefahrt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Eine größere Probefahrt. Bis zur Tankstelle war schon mal alles gut. Also Rückwärtsgang geht ein bisschen hakelig rein. Das Lenkrad steht leicht nach links schief. Also weniger als jetzt zu sehen. Naja, Kleinigkeiten. Und dann kann Jan heute abziehen damit. Da kann er ab auf die Bahn. Wie in alten Zeiten hier. Die Bühne ist leer. Der Golf 1 ist draußen. Das bedeutet, er fährt. Zumindest theoretisch. Dazu gibt es mehr im nächsten Video vom Golf 1 von 1977. Jetzt ganz kurz zu Jans VR6 Umbau. Ich blende euch wieder die Eintragung ein. Ihr könnt euch das selber in Ruhe anschauen. Es wurde alles penibel, ordentlich, ordnungsgemäß eingetragen. Ganz zu 100% sind wir noch nicht fertig. Das Lenkrad steht ganz leicht noch schief. Das muss in eine Zacke versetzt werden. Die schwarzen Rückleuchten müssten theoretisch noch rein. Beim Rückwärtsgang geht das weiße Licht zwar an, aber das geht dann wieder aus, es geht nur kurz an. Am Pluspol von der Batterie, falls du das Video siehst, Jan, da ist keine Spange dran, ist mir eingefallen. Das ist vom Golf 3, um das festzuschrauben, zieht es dort so einen Konus zusammen. Das fehlt noch, ist mir eingefallen, nachdem du nach Hause gefahren bist mit deinem VR6. Also wenn du mal keinen Strom auf der Karre hast, dann solltest du mal im Motorraum nach dem Pluskabel gucken. Das ist zwar fest, aber nicht festgeschraubt. Ja, die Bremssättel müssten noch lackiert werden, die sehen kacke aus. Vorne rechts hat es ganz leicht geschliffen, das war aber drinnen in der Rathausschale. Das müssen wir auf jeden Fall noch in den Griff kriegen. Ja,
das zum Golf. Also ich treffe mich nächste Woche Donnerstag nochmal mit Jan. Da werden wir versuchen, die Mängel noch abzustellen. Ansonsten läuft das Auto super. Also zumindest in der Zeit, wo ich mitgefahren bin. Wir waren ja, glaube ich, fast eine Stunde unterwegs. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Projekt ist abgeschlossen. Der springt immer an. Der Lüfter geht. Er klingt super, er fährt super, er schaltet gut, Rückwärtsgang ein bisschen hakelig, die Schaltung müsste noch fein eingestellt werden, aber ja, das sind so die Kleinigkeiten. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich für die 2000 Abonnenten, das ist mega geil. Ja, würde mich freuen, wenn es natürlich noch mehr werden, also abonniert diesen Kanal, hier gibt es geilen Golf 2 und manch andere Fahrzeuge, Content ohne Ende, Special Edition Umbau. Okay. Nicht von der Stange hier. Ihr habt die Auspuffanlage vom Golf 1 noch nicht gesehen. Egal. Ihr wisst, dass meine Sachen, die ich baue, immer irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzen. Also abonniert den Kanal, lasst dem Video ein Like da und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, schreibt ruhig was in die Kommentare. Die meisten stehen nicht auf Pfeffi. Ich finde das Zeug geil. Kannst du so viel saufen, wie du willst, und am nächsten Tag geht es dir immer noch gut. Also, Prost. Diesmal nicht auf euch, sondern Prost auf die 2000 Abonnenten und ich sage auf uns. Ah, es war für die ersten 1000. Sonst liege ich ja hier blank. Alter, Dirk weiß genau, wovon ich rede. Also Prost. Naja, was soll ich sagen? Flasche ist eh gleich leer. So, der letzte. Also viele direkt nacheinander, ist schon eklig. Nein, ich habe kein Problem mit dem Alkohol. Ich bin der Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Aber jetzt ist es 8:30. Die Garage ist fast sauber. Den Rest mache ich jetzt noch. Also habe ich mir das verdient. Bis später. Ja, das war's. Ich bin raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und bis später. Peace. Und. Kannst du vergessen? Jetzt kannst du weiter scheißen gehen. Teilen, liken, abonnieren. Das ist ey, Kinder, Alter.